Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Dark Souls 3 mit Paxis. Wo müssen wir lang? Da. Wir werden natürlich den Endboss jetzt nochmal probieren. Er ist machbar. Ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt schon schaffe. Das ist echt doof auf engen Räumen, wenn dann die Schläge nicht durchkommen. Legt gerade, theoretischerweise müsste ich doch da runterkommen über dieses drüber hängende Ding, ohne dass die mich raffen. So. So. Ich will ja gar nicht gegen... Ach ja, ich will ja gar nicht gegen die kämpfen. Das heißt, ich muss eigentlich, wenn ich mich geschickt einstelle, so wie jetzt, hier oben nur noch gegen den Armbrust... Wobei, ich kann auch den Armbrusttypen ignorieren, fällt mir gerade ein. Bis der aufgestanden ist, bin ich doch schon dreimal hier runtergegangen. Ja. Okay, also man will natürlich immer so schnell wie möglich zum Bossfight, um eine gewisse Routine reinzubekommen. Der Typ ist halt... Also ich habe schon überlegt, ob man Brandbomben einsetzen könnte oder so, aber der ist halt komplett aus Metall. Ich glaube nicht, dass es was bringt. Und ich glaube, hier können wir auch einfach durchrennen. Die zwei müssen wir auch platt machen, aber wie man sieht, konnte man auch einfach dadurch rennen. Okay, sehr gut, gut zu wissen. Ach Quatsch. So. Oh, ich glaube, wenn ich hier runterspringe, das ist zu hoch. Ach, und hier komme ich nicht lang. Ach, verdammt. Okay, also muss ich auch die hier platt machen, wie es aussieht. Stimmt, da war ja noch jemand. Aber die waren ja relativ simpel. Komm her. Er scheint nicht drei Schläge durchzubekommen. Das ist ärgerlich, weil genau beim dritten Schlag wäre er halt tot. Fuck. Danke, 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 danke. Holzschild. Aber vielleicht blockt das nicht 100%. Mal gucken. Ja, nur 57%, alles klar. Ein vertikal verlängerter hölzerner Schild, verziert mit einem weißen Drachen. Hölzerne Schilde sind leicht, handlich und bieten relativ hohen Schutz gegen Magieschaden. Fertigkeit parieren. Wer den Angriff zum richtigen Zeitpunkt... Ja, ist klar. Okay, ah, toll. Jetzt können wir nicht einfach ganz schnell unsere Überreste holen, bevor der Typ uns angreift. Ist der andere nicht?
geschafft! Beim zweiten Kampf, nice! Ach, ist noch gar nicht tot! Oh, scheiße! Ich dachte, das war gerade eine Sequenz, dass er stirbt, aber er hatte noch minimal Energie. Erbe des Feuers zerstört. Seele von Furt vom Nordwindtal. Jetzt sind wir automatisch klug und ihr seht oben links viel mehr Energie. Und komplett geheilt. Und da ist ein Leuchtfeuer. Perfekt. Sehr geil, geschafft. Ah, geschafft. Golden. Versucht Schweif, ja, keine Ahnung, was das heißen soll. Wir könnten jetzt diese Seele einlösen, das müsste bestimmt wieder, weiß ich nicht, 50.000 Seelen oder sowas bringen und dann könnten wir uns wieder hochleveln, aber müssen wir jetzt nicht unbedingt. Wir könnten jetzt sogar nochmal zurückgehen, es sind zwei von den Typen tot und haben nur ein Flakor weniger, aber ich lasse mal in die Richtung gucken. Nicht voraus, Sieg, aber tolle Absicht, Aussicht. Ja, ich habe auch schon das Gefühl, dass hier gleich eine tolle Aussicht auf uns wartet. Speer über das Cliff und halte das Banner hoch. Wie ein Traum voraus. Man kann hier auf jeden Fall sterben, wie man sieht. Also ein paar sind gestorben. Wie haben sie das angestellt? Ist hier irgendwo ein Gegner? Banner nicht im Inventar. Ich habe keinen Banner. Ist der einfach runtergesprungen? Ach so, ein Trottel. Es sind wirklich Leute runtergefallen. Ja, ich habe keinen Banner. Ich habe keinen Banner. Muss ich erst noch holen, aber es sieht wirklich gut aus. Gefällt mir. Erinnert mich ein klein wenig an Witcher 3, muss ich zugeben. Auch wenn die Bauten nicht ganz daran erinnern, aber halt einfach so, dass man so eine Sicht hat auf coole Ruinen. Ja, und hier wachsen wohl noch Bäume oder was? Ich denke, es ist riesenhoch. Was sind das für merkwürdige... Ach, und guck mal, da ist auch noch, sind auch noch ein paar Burgen. Merkwürdige Burgen mitten in den Bergen. Da gibt es eigentlich auch keine... Und das sieht aus wie eine alte Kathedrale oder sowas. Vielleicht auch eine, in der man in Dark Souls 1 drin war. Ist da mehr? Wasser? Das könnte auch sein. Also ganz, ganz komische Dinger. Sieht aus wie hier die Alpen oder sonst was, das Himalaya-Gebirge. Dann gibt es aber irgendwie Bäume, Riesenbögen, die noch höher sind als die Berge. Und man kennt ja die sogenannte Baumgrenze. Das heißt, es gibt eine Grenze, eine maximale Höhe, wo Bäume wachsen können. Und unterschiedliche Bäume haben auch eine unterschiedliche Maximalhöhe. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, welcher Baum am höchsten wachsen kann. Es könnte die Kiefer gewesen sein, bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber ab der Baumgrenze quasi wächst dann halt gar kein Baum mehr. Da gibt es dann maximal noch Sträucher und Gräser. Und je höher man geht, dann verschwinden auch die. So, dann können wir jetzt hier erstmal weiter gucken. Da gibt es ja eh nichts mehr. Dann kehren wir halt nochmal zurück, wenn wir das Banner haben, um zu gucken, was dann passiert. Machen wir den erstmal platt. Komm mal her. Hallo. Ich will nicht gegen beide gleichzeitig kämpfen. Das wird eklig. Dann kommst du als zuerst her. Ich glaube, der ist eh leichter. Ja. Come on. Schneller, schneller. Hör auf. Das ist die gerechte Strafe mit dem Scheiß, den er hier abgezogen hat. Nicht so schlau angestellt bei dem Kampf. Ja, müssen wieder ein Flakon benutzen und logischerweise... Das ist echt doof, dass die Gegner jetzt noch wiederkommen. Bekomme ich eigentlich mehr Seelen, wenn ich die Glut inne habe? Dann würde es ja noch mehr Sinn machen. Geh nix. Oh nein. Also irgendwie war er beim letzten Mal leichter.
toll, jetzt wo er eh fast tot ist. Das wollte ich am Anfang die ganze Zeit. Und wieder muss ich noch ein Flakon nehmen, weil ich ja noch viel mehr Allergie habe und... Soll ich den Blauen nochmal attackieren? Soll ich den Blauen nochmal angreifen? Da gab es nichts außer den einen Gegner, das weiß ich noch. Weiß nicht so richtig. Soll ich es nochmal probieren? Gerade jetzt mit der Glut. Wenn ich in diese andere Räumlichkeit da reingehe, da stand ja auch irgendwas von wegen Hinterhalt, Hinterhalt. Also wird es da wahrscheinlich nicht einfacher werden. Wenn ich den jetzt platt mache, muss ich wahrscheinlich alle Flakons benutzen und habe dann nichts mehr, um da reinzugehen. Da muss ich wieder rasten, um meine Flakons aufzufüllen. Und dann sind alle Gegner, die hier auf dem Weg waren, wieder da. Ist auch blöd. Ich gucke mich mal hier drin um, auch wenn diese viel mehr Blutflecken sind und die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass ich sterben werde. Oder sagen wir mal so, die Wahrscheinlichkeit rechne ich als recht hoch ein, dass ich hier sterben werde. Gucken wir mal. Scheint es aber sonst nichts zu geben, außer den Typ, der da sitzt. Oder die Frau, ich habe es nicht genau gesehen. Welches Geschlecht. Das ist auf jeden Fall wieder irgendeine Kirche. Kathedrale. Geht's hier hoch? Nee. Ist zu, können wir nicht hoch, wie es aussieht. Weil wir sind ja auch so blöd, da drüber zu klettern, logischerweise. Das ist bestimmt die Frau, oder? Fein voraus. The wait has been long, unkindled one. I am Emma, High Priestess of Lothric Castle. Allow me to speak frankly. You will not find the Lords of Cinder here. They have left, gone, to their journey homes converging at the base of this castle. Head to the bottom of the high wall. Forge on through the great gate and raise this banner to proceed. Ist das nicht die, der ich den Ring geben soll? This gift is for it is the insignia. If you fear trespassers, dark spirits drawn by the embers, then etch this upon your heart, and the old Concord will beckon noble blue sentinels to hunt these foul spirits. Der blaue Pfad. What is wrong, unkindled one? Are you not a Lord Seeker? Head to the base of the high wall and seek the Lords of Cinder. Is this not the calling of your kind since ages past? What is wrong, Okay, da oben ist eine Leiter. Ich weiß nicht, kommt irgendwann runter? Ach, wahrscheinlich kommen wir da irgendwann raus. Wie, das ist ein Feind. Die hat nichts gemacht. Macht die noch irgendwann was Gemeines? Ich hab Angst. Seele von Furt vom Nordwindtal. Die Seele von Volk vom Nordmental, eine der verdrehten Seelen von Stärke erfüllt, benutze, um viele Seelen zu halten, wandeln, um ihre wahre Kraft zu extrahieren. Fort diente als Vorreiter, Ritter und war der flüchtigen Tänzerin niemals fern. Mhm. Hatte ich mir eigentlich Wurfmesser durchgelesen? Kleine Wurfmesser auf Feinde werfen, um Schaden zuzufügen. Die meisten Gegenstände wählen ihren Nutzer und nur Erfahrung kann ihre Effektivität verbessern. Wahre Stärke kann nicht anders erreicht werden. Okay. Verändertes Titanit, geschmiedet für die Waffen der Fußsoldaten von Lothric. Benutzt zum Durchwirken, um gute Waffen herzustellen. Gute Waffen lassen sich gut schwingen und haben einen höheren Angriffswert, verlieren aber skalierende Effekte. Kleines Banner von Lothric. Kleines Banner, getragen von den Boten Lothrics. Halte es außerhalb des Haupttors hoch, um Geleit zu erhalten. Als die hohe Mauer erschien, wurde der Weg zur Untotensiedlung abgeschnitten und Boten begannen, dieses Banner zu tragen. Sie wurden mit einem Auftrag ausgesandt, hatten jedoch keine Möglichkeit zurückzukehren. Ich glaube, was hattet ihr mir noch gegeben? Irgendwas anderes. Ich habe einen Bogen? Seht mal, habe ich einen Bogen? What? Ein bei Jägern beliebter Langbogen, der mit zwei Pfeilarten gleichzeitig ausgerüstet werden kann, die untereinander austauschbar sind. Fertigkeit durchstechen. Wird die Sehne immer weiter gespannt, wird der Schuss zunehmend stärker und kann so auch Schilde durchschlagen. Was brauche ich dafür, um das anlegen zu können? Muss ich da mal gucken. Hatte ich nicht noch was von ihr bekommen?
Der blaue Pfad. Ein hellblaues Pergament aus Schafshaut, auf dem ein Mond als Symbol einer uralten Übereinkunft zu sehen ist. Das Anliegen schwört dem Eid des blauen Pfades die Treue. Die Mitglieder des blauen Pfades sind Nutznießer einer alten Übereinkunft. Wenn sie ein Finstergeist bedroht, wird ihnen ein blauer Geist zu Hilfe kommen, um den Eindringling zu beseitigen. Das Herbeirufen erfolgt automatisch beim Anlegen. Das hatten wir ja noch nicht, dass dieser Typ kam. Wo muss ich den anlegen? Also erstmal krass mit dem Pfeil und Bogen. Aber den haben wir doch jetzt erst bekommen. Das wäre mir doch vorher aufgefallen. Was brauche ich? Ich brauche noch mehr Geschicklichkeit. Das heißt, wir müssen in Geschicklichkeit investieren. 14 Geschicklichkeit und dann ganz viele Pfeile kaufen, damit wir alles kaputt schießen können. Und wo lege ich jetzt das Banner an? Na, hier anscheinend nicht. Ich habe keine Ahnung. Hä? Ach hier, der blaue Pfad. Ja, dann nehmen wir das mal. Also wenn es mir Schutz bietet, why not? Bums aus Nikolaus. Aber wahrscheinlich kommt jetzt dieser Finsternisgeist und deswegen auch dieses Banner, oder? Hä? Haben die angegriffen? Und sind deswegen alle gestorben? Waren die dumm, oder? Das ist doch gar kein Feind. Hier ist doch gar nichts, was mich angreift. Ich bin verwirrt. Da musste ich ja gar keine Angst haben. Okay. Cool. Ist das auch zu, die Treppe? Ja. Dann gehen wir mal das Banner hochhalten. Dann kommen wir wahrscheinlich in ein anderes Gebiet. Wir haben jetzt zwar dieses Gebiet noch nicht 100% uns angeschaut, aber es gab jetzt auch meiner Meinung nach nicht mehr so viele Wege. Den blauen greife ich, wie gesagt, erstmal nicht an. Wir werden ja mit Sicherheit auch zurückreisen können. Oh, aber bevor wir das mit dem Banner machen, können wir eigentlich zurückreisen und uns aufleveln, weil wir wollen ja den Bogen führen können. Da wäre es natürlich schon schlauer, jetzt den blauen Typ nochmal zu probieren. Ich meine, wir haben 3 Flakons, die anderen Typen sind schon platt, unsere Energie ist noch ziemlich voll. Soll ich es riskieren? Soll ich es riskieren? Der war echt stark. Nee, ich glaube, das schaffe ich eh nicht. Also es wird einfach sehr, sehr anstrengend und schwer. Und ich will da nicht sterben jetzt, aber dann muss ich ja dahin zurück und dann meine Überreste einsammeln. Wir haben jetzt immerhin 6000 Seelen, das sind schon 2-3 Level. 2 wahrscheinlich eher mittlerweile. Also erstmal aufleveln gehen. Jetzt habe ich mir natürlich nicht gemerkt, wie viel wir Geschicklichkeit brauchen für den langen Bogen. Der Blaupfad, ja, den haben wir jetzt und den haben wir auch angelegt. Vielen Dank für die Info. Welcome home, Ashen One. Ah ja, ich muss erst gucken, ich hab's wieder vergessen. Farewell, Ashen. Gegenstand kann nicht aktuellen Attributen nicht effektiv genutzt werden. Ich weiß, ist mir egal. 14 brauchen wir. Welcome home, speak. Very well. Then touch the Hignar. Geschicklichkeit. Was? Ach, 10. Da brauchen wir 4 Level Geschicklichkeit. Ah, da müssen wir noch Seelen benutzen. Farewell, Ashen. Haben wir noch welche? Außer diese große Fette? Nee. Okay, cool. Wir müssen also die große Fette einlösen. Mit der kann man auch irgendwas machen und sich krasse Waffen schmieden. Das war auch in den anderen Dark Souls Teilen so. Habe ich halt nie gemacht, weil ich die Bestimmungen... Also die, ah, ist geworden. Die Sachen, die man dafür... Habe ich nichts, ne? Okay. Ja, die Sachen, die man dafür gebraucht hat, um irgendwelche Waffen dann solche krassen Dinger zu schmieden, das war mir irgendwie... Ja, ich wusste immer nicht so richtig, was ich da machen soll. Und es war mir zu blöd, da jetzt danach zu googeln. Es ging auch immer ohne. Deswegen werde ich es wohl so machen wie immer. Okay. Und die Seelen einfach benutzen, um mich selbst aufzuleveln. Also ja, dann wäre ich mal ganz traurig. Die benutzen. Gibt bestimmt 50.000 Seelen oder so. Ich weiß nicht so richtig. Ach, ich würde sie irgendwie noch aufheben, weil wir müssen jetzt nur 2 Level, brauchen wir noch 2 weitere Level für Geschicklichkeit. Ja, irgendwas in mir, irgendein Gefühl in mir sagt, ich sollte damit noch warten. Wenn ich mal, weil... Wenn ich jetzt, sagen wir mal, es gibt 50.000 Seelen, wenn ich die einlöse.
dann verwende ich 2 Level für Geschicklichkeit und habe noch ganz viele Seelen übrig, die ich in andere Sachen pumpen müsste. Bin mir aber noch gar nicht so richtig sicher, was ich als nächstes so leveln müsste unbedingt. Und würde die dann einfach irgendwo reinklatschen. Also warte ich lieber, bis ich entweder... Ich meine, ich brauche nur 2 Level, bis ich die Seelen so bekomme, was nicht schwer sein wird, und kann dann auf Geschicklichkeit gehen und den Bogen anlegen. Oder ich finde irgendwas, wo ich weiß, boah, hier, krasse Waffe, krasses Schild, du brauchst jetzt noch 5 in Stärke, oder ihr wisst, was ich meine. Dann kann ich die große Seele auch einsetzen. Aber jetzt gerade, glaube ich, ist es nicht so sinnvoll, die große Seele einzusetzen. Wo muss ich denn hin? Da. Ich denke, dieses Erlebnis für unser Banner, das wir einsetzen, heben wir uns für die nächste Folge auf. Damit werde ich, glaube ich, meinen kleinen Aufnahmemarathon auch beenden. Es ist schon etwas später und ich bekomme Hunger und muss was essen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Euer Paxis. Liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, damit man euch loben. Aktiviert die Glocke, bis zum nächsten Mal. Genau, renn einfach, spring rein, hat er nicht gezeigt. Also bis zum nächsten Mal, euer Paxis. Daumen nach oben und Glocke aktivieren. Tschö, tschö, abonnieren und so. Ja, wisst Bescheid.